Hallo zusammen! In dem heutigen Video geht es um die chemische Reaktion. Ich möchte mit euch klären, was ist eine chemische Reaktion und welche Voraussetzungen brauche ich, damit wir von einer chemischen Reaktion sprechen. In dem Video mache ich die Theorie und verlinke euch nachher noch Videos, wo ich dann praktisch Versuche habe, ob das jetzt eine chemische Reaktion ist oder nicht, was ihr euch dann anschauen könnt und überlegen könnt. Bevor wir aber hier im Labor starten und mit der Erklärung starten, möchte ich euch mal ein Alltagsbeispiel von einer chemischen Reaktion zeigen. Dazu muss ich raus aus dem Labor und rein in meine Küche und dahin schalten wir jetzt ganz kurz. Willkommen in meiner Küche. Ich werde euch jetzt gleich ein Anwendungsbeispiel für eine chemische Reaktion aus dem Alltag zeigen, und zwar Kuchenbacken. Kuchenbacken ist eigentlich nichts anderes wie angewandte Chemie. Ich habe hier schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Was brauchen wir auf jeden Fall? Hier schon mal geschlagene Butter. Die brauchen wir. Wir brauchen Zucker. Wir brauchen Eier. Wir brauchen, da ich einen Zitronenkuchen machen will, Abrieb von 2 Zitronen. Wir brauchen hinten Mehl, Speisestärke, Backpulver und eine Prise Salz. Ihr habt die Bestandteile gerade gesehen. Das habe ich schon vorbereitet und alles genau abgewogen. Ich gebe die jetzt nach und nach, während ich mein Rührgerät laufen lasse, dazu und werde die jetzt erstmal vermischen. So, ich habe den Teig jetzt gemischt. Ihr seht, die Konsistenz hat sich verändert, da hat sich was verändert. Ist jetzt so ein ganz klassischer Teig geworden, so ein ganz klassischer Rührteig. Aber wir können schon mal festhalten, dass sich die Struktur verändert hat und wir hier ein Gemisch aus unseren Rohzutaten haben. So, jetzt ist mein Kuchen fertig. Wir können ihn nochmal angucken. Er war jetzt eine Stunde im Ofen und wir sehen, die Form hat sich verändert. Das heißt, wenn ich jetzt auch drauf klopfe, kann ich hören, er ist nicht mehr weich und klebrig wie der Teig vorher, sondern er ist fest geworden. Und wir haben nicht nur außen eine andere Farbe, sondern auch innen. Wir haben eine andere Struktur. Das heißt, hier ist irgendwas Neues dabei entstanden. Aus meinen Einzelteilen, aus den Eiern, dem Mehl, dem Zucker und so weiter, wurde jetzt hier ein Kuchen. Den kann ich unbedenklich auch essen, ohne dass mir schlecht wird. Denn das Problem mit den Eiern, den Salmonellen, habe ich jetzt hier nicht mehr. Denn auch hier haben die Eier bei einer Reaktion mit teilgenommen. Was jetzt genau eine Reaktion ist und woran wir eine chemische Reaktion wirklich ganz genau erkennen, das erklärt euch der Herr Weiner im Labor. Und ich werde jetzt hier genüsslich meinen Kuchen essen. Willkommen zurück im Labor. Jetzt stellt sich die Frage, was konnten wir da eigentlich sehen? Was hat das mit Chemie und mit einer chemischen Reaktion zu tun? Naja, dieses Backen eines Kuchens ist eine chemische Reaktion. Diese chemische Reaktion kennen wir aus dem Alltag und haben die meisten von euch wahrscheinlich auch schon mal gesehen oder sogar selber gemacht. Warum es sich jetzt dabei um eine chemische Reaktion handelt und nur das Mischen der einzelnen Zutaten nicht, das möchte ich euch jetzt erklären. Was ist jetzt passiert, als ich die verschiedenen Stoffe miteinander gemischt habe? Erstmal Nummer 1, was wir festhalten können, wir brauchen für eine chemische Reaktion immer mindestens 2 Stoffe. Es können auch mehr sein, deswegen mindestens 2 Stoffe brauche ich. Diese Stoffe waren jetzt bei mir erstmal nur gemischt. Bedeutet, bei diesem Teig kann ich es jetzt nicht so einfach wieder trennen. Wir hatten es ja schon, Gemische kann man eigentlich im Normalfall sehr einfach, sehr simpel trennen.
Zum Gemische habe ich euch nochmal hier oben auf dem i den entsprechenden Link. Aber auch Gemische gibt es welche, die lassen sich nur sehr schwer trennen. Wir hatten jetzt hier ein homogenes Gemisch und die zu trennen sind manchmal auch ein bisschen schwerer. Das ist nur ein Gemisch. Ich habe hier immer noch Eier vorliegen, Mehl und so weiter, nur eben miteinander vermischt. Was habe ich dann gemacht? Ich habe den Teig genommen, habe ihn in den Ofen geschoben und habe gewartet. Durch diese Wärme habe ich jetzt einen chemischen Vorgang, eine chemische Reaktion gestartet. Das ist die sogenannte Aktivierungsenergie. Zur Aktivierungsenergie kommen wir nochmal später. Ich habe es euch aber hier oben auf dem i auch schon mal verlinkt. Als wir den Kuchen jetzt rausgenommen haben aus dem Ofen, konnten wir feststellen, der hat sich verändert. Von diesem Teig, der eben diese teigige Form hat, so ein bisschen flüssig zäh ist, wurde jetzt hier ein fester Kuchen draus. Das heißt, es muss hier irgendwas Neues entstanden sein. Den rohen Teig würde ich jetzt nicht unbedingt essen mit den rohen Eiern und so weiter drin. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Man weiß da einfach auch nicht mit Salmonellen etc. Aber jetzt, wenn der gebacken ist, hat sich hier irgendwas verändert. Aus diesem reinen Gemisch, diesem Teiggemisch, wurde jetzt ein Kuchen. Das heißt, Merkmal Nummer 1, es ist ein neuer Stoff entstanden. Das ist relativ schwierig zu kontrollieren für euch erstmal. Aber wir können von ausgehen, neue Stoffe können wir eigentlich meistens ganz gut erkennen. Ich zeige euch nachher in der Formelschreibweise auch nochmal, wie man das ein bisschen genauer sehen kann. Aber wir können hier festhalten, Nummer 1 ist ein neuer Stoff entstanden. Wie gesagt, ist ein bisschen schwierig manchmal zu sehen. Nummer 2 können wir aber sehr deutlich sehen. Er hat neue Eigenschaften. Auf einmal ist er fest, er riecht anders, er duftet anders. Er hat eine andere Konsistenz, wir haben jetzt hier drin Poren, ich kann ihn rausnehmen, er zerläuft nicht einfach, sondern bleibt in dieser Form, er sieht anders aus, ich kann ihn essen, ohne dass mir davon schlecht wird und so weiter. Ihr seht, neue Eigenschaften hat der Stoff und zwar im Vergleich zu den Ausgangsstoffen. Ich habe hier andere Eigenschaften wie bei dem Mehl, ich habe andere wie bei den Eiern, ich habe aber auch andere wie bei diesem Teiggemisch, bei dem homogenen Gemisch. Das heißt, der zweite wichtige Punkt wirklich, neue Eigenschaften. Und der dritte wichtige Punkt, das Ganze ist dauerhaft. Ich kann den Kuchen jetzt draußen stehen lassen, einen Tag warten und den essen, immer noch. Er verändert sich nicht mehr, er wird nicht mehr zu Mehl, er wird nicht irgendwie anders, er verändert sich nicht, sondern er bleibt so letztendlich stehen und bleibt erstmal so. Es sei denn, es würde eine neue chemische Reaktion, zum Beispiel mit Sauerstoff stattfinden. Wird es jetzt hier erstmal nicht. Deswegen, der Kuchen bleibt erstmal stabil stehen und bleibt erstmal ein Kuchen. Deswegen der dritte wichtige Punkt, das Ganze ist dauerhaft. Für eine chemische Reaktion müssen jetzt immer alle drei Bereiche erfüllt sein. Es kann nicht sein, dass ein Teil davon nicht erfüllt ist, dann sprechen wir nicht von einer chemischen Reaktion, sondern von einem physikalischen Vorgang. Als Beispiel, wenn ich Wasser einfrieren würde, dann gibt es keinen neuen Stoff, denn ändert sich nur der Aggregatzustand. Auch Eis ist Wasser, nur in einer anderen Form. Wenn ich es jetzt wieder aus dem Kühlfach rausstelle und einfach warte, schmilzt es wieder. Das heißt, dauerhaft ist es auch nicht. Ihr seht, das wäre jetzt zum Beispiel ein physikalischer Vorgang. Auch Salzwasser, was ein Gemisch ist, ein homogenes, ist auch ein physikalischer Vorgang. Denn klar, wir haben neue Eigenschaften, auf einmal leitet es den Strom, aber Salz und Wasser liegen immer noch als Salz und Wasser vor. Die sind nur ineinander gelöst. Ich kann es in dem Moment nicht sehen. Ihr seht, das mit dem neuen Stoff ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber wenn ich jetzt warten würde und mein Wasser irgendwann in unsere Umwelt weggeht, verdampft letztendlich wieder, dann habe ich hier wieder einfach Salz zurück. Das mit dem Kuchen ist jetzt ein Alltagsbeispiel. Ihr merkt schon, ein bisschen schwierig, das Ganze hier mit anzuwenden mit den chemischen Reaktionen. Aber ich habe euch hier auf dem i nochmal ein Beispiel mit Eisen und Schwefel verlinkt. Dort sieht man es eigentlich wirklich sehr gut, dass hier ein neuer Stoff entsteht mit neuen Eigenschaften und das Ganze dauerhaft ist. Schaut euch das Video gerne auch noch an. Ich habe euch gerade gesagt, das Ganze vor allem mit dem neuen Stoff können wir mit einer Formelschreibweise erkennen. Und das möchte ich euch jetzt erstmal noch erklären. Formelschreibweise, in dem Fall erstmal die Wortschreibweise. Wir starten damit, dass wir Ausgangsstoff Nummer 1 nehmen
plus Ausgangsstoff Nummer 2. Also unsere Ausgangsstoffe sind die Stoffe, die ich am Anfang vorliegen habe, die ich verwende. Zum Beispiel Eisen und Schwefel, Luft und Kohle und so weiter. Theoretisch kann ich jetzt hier auch noch Ausgangsstoff 3, Ausgangsstoff 4, 5, 6 und so weiter machen. Brauche ich jetzt hier nicht, ich bleibe mal bei Ausgangsstoff 1 und 2. Diese beiden Stoffe reagieren jetzt miteinander und bilden mindestens einen neuen Stoff, der sogenannte Endstoff. Auch hier wieder, es gibt Reaktionen, da entsteht nur ein Endstoff. Es gibt aber auch Reaktionen, bei denen entstehen mehrere Endstoffe. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier mit einem Plus und einem Pfeil gearbeitet. Das ist ganz wichtig, das ist bei unserer Formelschreibweise immer so. Egal, ob ich jetzt Abkürzungen nehme oder die Wortschreibweise, mit der wir jetzt erstmal arbeiten. Dieses Plus sprechen wir als und. Also Ausgangsstoff 1 und Ausgangsstoff 2. Und diesen Pfeil, den sprechen wir als reagiert zu. Und dann kommt unser Endstoff. Auf der linken Seite der Reaktion, habe ich euch hier mal eingefärbt, dort sind immer unsere Ausgangsstoffe, also vor der chemischen Reaktion. Auf der rechten Seite, dort haben wir immer unsere Endstoffe, also das, was am Ende daraus entsteht, habe ich euch hier nochmal anders eingefärbt. In diesem Fall sprechen wir jetzt diese Reaktion folgendermaßen. Ausgangsstoff 1 und Ausgangsstoff 2 reagieren zu Endstoff. Das ist jetzt ganz allgemein. Für das M- und E-Niveau, auch hier gibt es natürlich Fachbegriffe. Die Ausgangsstoffe sprechen wir als Edukte und die Endstoffe werden als Produkte bezeichnet. Also Edukt 1 und Edukt 2 reagiert zu Produkt 1. Das hier ist jetzt nur ein Beispiel. Also das hier ist jetzt erstmal ganz allgemein, aber ich untermauere das Ganze mal noch mit der Wortschreibweise von einem Beispiel. Wichtig, wir verwenden erstmal die Wortschreibweise. Bedeutet, wir schreiben das Element oder die Elemente, den Stoff, mit dem wir arbeiten, aus. Das deutsche Wort dafür. Als Beispiel, Schwefel und Eisen reagieren zu Eisensulfid. Meine beiden Ausgangsstoffe, Schwefel und Eisen. Und diese beiden Stoffe, wenn ich die zusammengebe, die reagieren dann zu Eisensulfid. Die Reaktion dazu habe ich euch oben auf dem i verlinkt. Schaut euch das gerne auch noch an, dann wisst ihr, was ich mit dieser Wortschreibweise wirklich auch meine. Festhalten können wir jetzt Folgendes. Für eine chemische Reaktion brauche ich immer mindestens zwei Ausgangsstoffe. Ganz wichtig, mindestens. Es können auch noch mehr sein. Es müssen nicht immer Elemente sein, es können theoretisch auch schon Verbindungen sein. Diese beiden Ausgangsstoffe reagieren dann miteinander. Das Ganze muss ich aktivieren. Dazu kommen wir später bei der Aktivierungsenergie. Und es entsteht daraus mindestens ein neuer Stoff. Es gibt drei Merkmale. Diese drei Merkmale sind ganz wichtig. Es müssen immer alle drei Merkmale erfüllt sein, sonst ist es keine chemische Reaktion. Diese drei Merkmale sind, es entsteht ein neuer Stoff. Dieser Stoff hat neue Eigenschaften und die Reaktion ist dauerhaft. Das heißt, es geht nicht wieder zurück in den Grundzustand. Wenn alle drei erfüllt sind, dann sprechen wir von einer chemischen Reaktion. Wenn nur zwei oder einer erfüllt ist, sprechen wir von einem physikalischen Vorgang. Die Fachbegriffe für die Ausgangsstoffe sind Edukte. Und der Fachbegriff für die Endstoffe sind sogenannte Produkte. Wir können die chemische Reaktion, die hier abläuft, in einer sogenannten Formelschreibweise aufschreiben, also in einer Formel. Wir verwenden erstmal die sogenannte Wortschreibweise. Das heißt, wir schreiben die Begriffe, die Stoffe, die wir verwenden, im Deutschen erstmal aus. In dieser Schreibweise wird ein Plus als und ausgesprochen und ein Pfeil ist reagiert zu. Das bedeutet, dass hier jetzt eine Reaktion stattgefunden hat. Das war's zum Thema chemische Reaktion, der theoretische Hintergrund. Hier habe ich euch nochmal ein Video verlinkt, wo ihr eine chemische Reaktion seht
Und hier unten habe ich euch ein Video verlinkt, wo ihr mal miträtseln könnt, handelt es sich bei diesem Versuch um eine chemische Reaktion oder um einen physikalischen Vorgang. Sonst, auch für weitere chemische Reaktionen, schaut doch gerne bei mir auf dem Kanal vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.